Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Bomberman. Ja, Super Bomberman. Ist schon eine Weile her, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Das ist natürlich hier ein Weekend Special für euch. Und wir starten auch schon gleich mit der ersten Welt. Mal gucken, ob wir irgendetwas verlernt oder nicht verlernt haben. Und schon geht das Gebombe los. Was habe ich dieses Spiel vielleicht Wochen und Stunden gespielt? Das ist ja schon... Ah, damals noch. Oh nein, ich habe mich eingesperrt. Scheiße! Da geht schon praktisch los hier. Aber wenigstens habe ich jetzt zwei Bomben. Ja, das war jetzt auch echt unsinnig gelegt, die Bomben von mir. Aber naja, nun. So schnell kann das gehen hier. Ich komme nicht klar mit der Steuerung. Das gibt's doch nicht. Dieser fiese Nintendo-Drücker. Na, erwische ich ihn jetzt? Ja! Geile Sache. Schon haben wir drei Bomben. Naja, wir haben keine Sprengkraft, aber drei Bomben in der Hosentasche. Ich frage mich nur, wo er die ganzen großen Bomben eigentlich hinsteckt. Den Sack habe ich noch nicht gesehen bei ihm. Irgendwie ist das völlig unsinnig, was ich hier tue. Und auch den hätten wir erwischt. Zap, zadap. Und schon haben wir das erste Level abgeschlossen. Naja. Ein wenig holprig und mit einmal Toto. Ich weiß gar nicht, wie das hier noch laufen soll. Oh, die zwei gehören gleich schon mal mir. Super Bomberman. Ja, was mache ich denn hier schon wieder? Jetzt rennt er auch noch weg. Aber wir haben ihn trotzdem erwischt. Das ist doch schon mal was. Wunderbar. Ah, das macht Spaß. Wie lange ich diese Pixel-Grafik vermisst habe. Wahnsinn, Wahnsinn. Auf jeden Fall... Unglaublich. Und nach einmal durchspielen tun einem dann auch schon wieder die Finger weh. Das war Level 2. 1-3. Oh, hübsch. Das kriegen wir hier jetzt mit schwulen Hasen zu tun. So, den Trick kenne ich noch von früher. So. Falls jetzt gleich irgendwelche Kommentare kommen. Nein, das ist kein Cheat. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht gleich wieder selber den Arsch wegbombe. Das ist nämlich... Das passiert nämlich, wenn man das will, einmal ganz schnell und schwubbidi-wubbidi... Nein! Irgendwie wollte die Steuerung da nicht. Ah, das wäre dann auch erledigt. Wunderbar.
Tack, und schon geht's ins nächste Level. Na, ich sehe schon, das wird ein Fail-Run demnächst. Und jetzt schon Schwierigkeiten mit der Steuerung krieg, um Gottes Willen. Oh, jetzt habe ich mir die weggebombt. Naja, nun. Vielleicht haben wir jetzt gleich Glück. Nö, da kommt gleich ein Monster raus. Das verhindern wir aber natürlich. Oder auch nicht. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht. Oh, jetzt aber Schweine viel Glück gehabt. Oh. Ja, so geht's natürlich auch. Den hätten wir auch erledigt. Jetzt haben wir wenigstens wieder den Weg frei, aber irgendwie kriege ich hier Probleme mit meiner Steuerung. Dieses Steuerkreuz bringt mich um. Morgen habe ich wieder Daumenschmerzen. Naja, bis jetzt läuft es jedenfalls ganz gut. Jetzt haben wir schon die unten diese kleinen blauen Viecher, das sind die Bombenfresser, die kenne ich noch von früher. Mein Gott, haben die mich abgefuckt damals. Jetzt bombt er mir das weg. Nein, die Herzbombe, so ein Scheiß. Ich habe mich so gefreut. Sehr gut. Aber wenigstens ist auch das Problem dann schon mal beseitigt. Peng. So. Und schon haben wir uns wieder den Weg freigebombt. Na, wunderbar. Läuft ja wie geschmiert. Die Zeit holen wir uns auch noch. Wenn ich nicht vorher wieder die falsche Abzweigung nehme. Oh nein! So, und jetzt geht's aber auf die Omme. So natürlich nicht. So, jetzt wird sich Mühe gegeben. Das hätten wir auch erledigt. Oh, jetzt hätte er mir beinahe den Arsch weggefackelt. Und erledigt. Wunderbar. So, komm schon, komm schon. Ja. Oh, jetzt können wir auch durch Mauern laufen. Das ist sehr praktisch, wenn wir irgendwie uns vor Bomben schützen wollen. Macht mir die ganze Angesache auf jeden Fall leichter. Naja, gut, stehen bleiben sollte ich trotzdem nicht. Ist ja ein leichtes Spiel hier. Zacki, zacki. So natürlich nicht. Das war gerade, das wäre jetzt mein Tod gewesen, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Aber noch ein Leben. Da können wir ein bisschen rumspielen. Asen heute.
So. Das wäre. Oh, jetzt können wir noch ein bisschen schneller machen. Gleich rennen wir durchs Feld. So, komm her. Oh, dann hätten wir das auch schon mal geschafft. 1 und 8. Ah ja. Ich und Bossfights. Nein, 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 nein. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. So. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Chance gegen ihn. Oh, schon viele Bomben bereit hier. Oh. Das war knapp. Diese Musik. Da kommt man sich gleich vor noch mal wie so ein 6-jähriges Kind mit dem Super Nintendo in der Hand. Yay! Und auf ins zweite Level. Und es wird wesentlich schwieriger. Aber... Ach ja, nein. Nein, jetzt haben wir auch noch mit Tassen zu tun. Die können genau das gleiche wie ich. Durch Wände durch. Und da haben wir wieder zwei erledigt. Ja, na, jetzt kommen wir ja wenigstens der Sache etwas näher. Haben wir nochmal Glück gehabt. Das war knapp. Bup. Und auch dieses Level haben wir erfolgreich gemeistert. Oh, 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 oh. Ja, da hat der Mob die Arbeit für mich übernommen. Aber jetzt können wir auch noch durch unsere eigene Bomben durchlaufen. Das ist hervorragend. So macht das Spaß. Und auf ins nächste Level. So, wir haben jetzt auf jeden Fall an Gegnern schon mal mitgenommen, was geht. UFOs, was konnten die UFOs nochmal? Ach so, ja, die konnten über meine Bomben hinwegfliegen. Macht auch irrsinnig Spaß. Wupp. Nee, das kriege ich leider nicht. Das muss ich leider verheizen. Na, komm schon. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir sie. Jetzt wird's spaßig, Leute. Jetzt könnt ihr mal sehen. Action, du kannst hier den Bombenbaumeister machen und dann selber alles in die Luft jagen. Wir sind overpowered.
Oh, jetzt krieg ich Angst. So, hier verstecken wir uns jetzt. Wir warten jetzt mal fröhlich ab einen Augenblick. Jetzt versuchen wir unser Glück. Oder auch nicht. Na komm, na komm. Oh nein, komm doch her. Aber nicht so. So, ein paar Gegner haben wir jetzt noch, aber die sind auch erledigt. Zack. Yibiyayay, Schweinebacke. Und rennen in die Hütte. Oh ja, nein, die sind wirklich. Na, wir warten mal ab, bis er kommt. Ja! Damit wäre der auch erledigt. Die Münzen sind auf jeden Fall richtige, miese, fiese Schweine. So. So schnell kriegt man ein Gebiet leergeräumt, ohne dass man irgendwelche schwierigen Anstrengungen machen muss. Ja, Bomberman like a pro. Na toll, und in der letzten Kiste ist das Tor. In der letzten Kiste. So, euch eliminieren wir gleich, bevor ihr mir alles kaputt macht. Denn jetzt haben wir die Chance auf die rote Bombe. Was macht sie? Ganz klar, haben wir die rote Bombe, können wir durch alles durchbomben, was geht. Aber nein, sie war jetzt nicht dabei. Oh, das war knapp. Jetzt habe ich selber gerade mal einen Moment nicht aufgepasst. Da hätte ich mich doch beinahe selbst weggeschrotet. Lalala, Bomben, 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 Bomben. Das macht Spaß. Aber nicht so. So, 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 ja. Nein, jetzt, oh Gott, nein. Anfängerfehler. Erstes Level einfach durchgelatscht. Aber wir haben wieder einen Endgegner. Oh Gott, sieht der hässlich aus. So, Clown, komm her. Also da muss ich aufpassen. Mein Gott, haben wir schon viele Bomben. Na, kriegen wir ihn, kriegen wir ihn noch, kriegen wir ihn noch, kriegen wir ihn noch.
oh, oh. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das war knapp. Oh Gott, oh Gott. Wann hört denn der jetzt auf, mal hier rumzulaufen? Ich hab Angst. Ich hasse Clowns. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Wunderbar. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch. Das war unser erstes Weekend-Special zu Super Bomberman 1. Natürlich werden die weiteren folgen. Ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dann.